Natürlich Lebensfreude. Moment mal. Dein Augenblick für Bewusstheit, Selbstfindung und Erholung. Herzlich willkommen. Hier sind eure Bewusstheitstrainer und Freunde auf dem Weg. Hier sind Sam und Daniel. Und er ist quasi ja schon Familienangehöriger, auch in dieser Sendung. Hier ist unser Impuls mit dem Roman. Hallo, ich bin Roman Christian Hafner. Und das ist mein Impuls des Tages. Der Körper ist eine Unendlichkeit unserer Frequenzen in physische Materie umgewandelt. Ja. Es ist ja immer schwer, sich Unendlichkeit vorstellen zu können. Wie macht man das? Ja, und vor allen Dingen dann im Kontext mit dem Körper, der ja rein optisch schon etwas physisch Begrenztes hat. Aber ich bekomme das Bild, dass diese Frequenzen, um die es geht, diese Schwingungen, über die man ja nun mittlerweile wieder vermehrt spricht, dass die eben gar keine Beschränkung haben müssen. Wir müssen ja alles messen und das machen wir dann in Hertz. Und da gibt es ja ein Frequenzspektrum, was dann erfassbar ist in verschiedener Form. Aber die Frage ist es so, dass es dort Limitierungen gibt oder schaffen wir diese Limitierung nur in dieser Realität? Zum Beispiel eben auch durch die Wissenschaft. Ja, stellt in dem Fall die Wissenschaft eine Limitierung her. Und in der Form betrachtet, ja, ist dann diese physische Materie, die dann ins Spiel kommt, wenn wir uns selbst betrachten, ist das die Grenze, mit der wir uns dann auseinandersetzen dürfen und ist ohne diese physische Materie alles ja, möglicherweise unbegrenzt. Ja, ich stelle mir beim Körper ja auch gerne mal ein Haus vor, das ich bewohne. Ja, ein Haus mit vielen verschiedenen Räumen, das ich eben pflegen darf, das ich sauber halten sollte und das auch mal entrümpelt werden muss. Und dann die Frage nach der Unendlichkeit, was ist denn, wenn der Flaschengeist dann losgelassen wird, ja? Oder wenn der Hausherr, wenn die Tore alle geöffnet werden, wie weit geht das dann mit mir, mit dem Bewusstsein, ja, was für mich innewohnt in diesem imaginären Haus? Auf alle Fälle brauchen wir Zeit, um uns mit unserem Körper auseinanderzusetzen, denn er ist in diesem Leben sozusagen der Träger von allem. Ja, auch, ich denke auch vom Träger des Geistes, denn sonst wären für den Geist bestimmte Dinge nicht möglich, für die ja als zum Beispiel Übersetzer die Sinnesorgane da sind. Ja, so könnte man bestimmte Sachen eben nicht mehr anfassen, wenn es den Körper in seiner physischen Materie nicht gäbe. Wir haben ja, glaube ich, in einer der letzten Sendungen auch schon einmal über den Körper gesprochen. Ein tatsächlich großes Feld, was man ja von ganz vielen verschiedenen Seiten betrachten kann. Bleiben wir doch mal bei dem Körper noch für einen Augenblick in dieser physischen Realität, wie Roman immer so schön formuliert. Und kommen vielleicht zu dem Thema, wie kann ich diesen Körper, dieses Haus dann erhalten, möglichst gut? Zum einen kann sicherlich Frequenzen können da helfen. Also du hast es schon erwähnt, ja, es gibt ja diese Frequenzbehandlung auch. Ja, aber zumindest erstmal grundsätzlich ein bewusster Umgang mit demselben, mit dem Körper reinzufühlen. Geht's mir denn im Sinne von dem Körper, geht's dem gut? Gibt es irgendwo Probleme? Muss ich mich um mich als meinen Körper kümmern? Und falls solche Impulse auftreten, sollte man dem auch nachgehen. Ja, und wo, ich habe das Entrümpeln ja bewusst gebracht, wo kann ich vielleicht mal mich dem Thema Entgiften zuwenden? Ja, wo hilft es mal richtig reinzumachen, damit ich eben wieder, also der Körper wieder besser funktionieren kann und reiner ist vielleicht in seinen Frequenzen? Das Thema Ernährung auch gleich da an dieser Stelle angeschlossen. Viele reden über basische Ernährung, ja, die sehr gut sein soll, oder ich kann das jetzt auch mal an dieser Stelle von uns aus bestätigen. Wir widmen uns dem ja auch ein wenig, diesem Thema. Und Bewegung immer wieder auch, um ja unseren Körper aktiv und agil zu halten. Man darf den Gedanken nicht vergessen, dass
eigentlich 140 Jahre, so sagt man ja, ist eigentlich unsere Lebenskapazität. Die Haltbarkeit des Körpers. Dieser Körper Träger von uns sein soll. Und in dem Zusammenhang wird natürlich klar, dass wir uns ein bisschen darum kümmern sollten, bewusst damit umgehen sollten, um eben das, was diese physische Materie für uns möglich macht, eben auch noch umfangreich erleben zu können. Aber du hast es gesagt, nachdem wir dann diesen Körper nicht mehr nutzen können, weil er veraltet ist, haben wir ja unsere Frequenzen, die bleiben ja, und unsere Unendlichkeit an der Stelle. Das ist doch ein schöner Gedanke. So, und jetzt geht's aber husch in den Garten. Ja, der ist meistens nicht unendlich, sondern relativ klein oder sagen wir wenigstens beschaulich. Und es ist auch völlig egal, dafür nutzen wir diese Sendung ja mit unserem Lieblingsplatz, dass es nicht darum geht, ob man wirklich jetzt an dieser Stelle sitzen kann oder verweilt oder ob es sich einfach nur im Geiste abspielt. Es geht hier nur um einen Gedanken, es geht darum, ein Bild zu vermitteln, um einen schönen Moment zu kreieren. Und in dem Fall ist es eben der kleine Garten mit dem Apfelbaum und vielleicht einer kleinen Laube. Also ich sehe auch Erdbeeren, lieber Daniel, die schon ganz langsam anfangen, sich jetzt zu entwickeln. In dieser Zeit geht das los, dass die Bienchen anfangen, fleißig zu werden und alles einzusammeln, was sie auf den Blüten so finden. Und dieses leichte Summen ist für mich einfach was ganz Tolles. Ich bin als Kind aufgewachsen, so wie viele Kinder auch, im Sinne von, oh, da kommt was angeflogen, i, pfui. Und mittlerweile kann sowas auch bei mir auf der Hand oder auf dem Rücken landen. Und ich lade das ein und lasse diesen Moment freudig zu. Denn es ist eine sehr, sehr interessante Interaktion, wenn einfach so ein Insekt zu dir kommt und dir nichts Böses will und dich einfach mal besucht. Ja, und in dem eigenen Garten, in dem ich dann auch in der Erde wühlen kann und meine eigene Zucht von Gemüse und auch Obst habe, das hat schon was Besonderes, wenn man weiß, dass man mit seiner eigenen Energie, die man investiert hat, also wir schöpfen ja auch an dieser Stelle schon wieder, ja, wir kreieren, wir schöpfen uns unsere Nahrung. Und wie bewusst können wir das dann auch wieder für unseren, wir hatten den Körper gerade, wie bewusst können wir das dann wieder unserem Körper zufügen und Gutes tun damit? Wie toll ist das auch, wenn du dir deinen Garten oder diesen Platz, den du als solches bezeichnen kannst, anschaust und weißt, wie viel Arbeit und Herz hast du hineingesteckt und wie viele tolle Sachen sind daraus entstanden. Die Kürbisse, ja, in jedem Herbst oder eben die Bohnen, die du geerntet hast oder die Kirschen, die eigentlich von ganz alleine auf dem tollen Sauerkirschbaum wachsen, der da schon ein paar Jahre steht. Und manchmal ist es einfach nur der Moment bei einer leckeren Tasse Tee oder bei einem Kaffee oder auch, wenn es sehr heiß ist, bei einem Kaltgetränk in seinem eigenen Garten zu sitzen und sich einfach nur dem Moment hinzugeben, die Seele baumeln zu lassen und sich umzuschauen und zu denken, ja, das ist mein Platz. So wollen wir diesen Moment stehen lassen und bewegen uns zu unserem zweiten Thema, der sich, wie recht häufig bei dem, worüber wir hier reden, im Kopf abspielt. Denn auch da sammelt sich, auch wie im Körper, zum Teil eine ganze Menge Müll an. Und die Frage ist, wie kommt das und wie gehen wir damit um? Ja, geistige Hygiene. Da wir nun über den Körper gesprochen haben und über das Entrümpeln und Entgiften, finde ich es ziemlich trefflich, sich darüber Gedanken zu machen, wie viel Einfluss haben eben genau diese, also deine Gedanken, auf die Ordnung in deinem Haus. Ein wichtiger Voraspekt, der mir dazu einfällt, ist, es gibt eine Anzahl von, meistens sind das amerikanische Redner, die zu Psychologie und zu Motivation, das hat in Amerika bei Veranstaltungen einen anderen Stellenwert als hier, sprechen und die zum Beispiel, also da ist mir eins hängen geblieben, du wirst das, womit du dich umgibst, das betrifft eben auch den Geist und wenn du das lebst, dass du mit Verachtung und Neid und Selbstsucht unterwegs bist und das Ganze auch fütterst dadurch, dass dein Umfeld genauso agiert,
Gesetz der Resonanz. Ja, dann ist das eben so. Und warum sollte es anders sein? Und wenn du aber dich in Frieden begibst, ganz bewusst, und wenn du Ausgleich suchst und wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, um deine Mitte zu finden, dann verändert sich das. Und das wird in der Regel auch nur dann möglich, wenn du dieses möglicherweise negative Umfeld verlässt und dir etwas suchst, was mit dir tatsächlich dann in Resonanz geht. Ja, und es sind auch oft die Geschichten, ja, die Geschichten, die uns in einer bestimmten Energie halten, ja. Jeden Morgen aufzustehen, vielleicht mit einem unwohlen Gefühl, weil die Erinnerung an XYZ beim Augenaufschlag wieder da ist. Aber letztlich ist es nur die Geschichte. Wie wäre es, wenn wir all die Geschichten, die uns eben von einem reinen Geist abhalten, wenn wir die einfach löschen könnten? Und feststellen überhaupt erstmal, dass wir uns nähren immer noch von den alten Geschichten, die wir uns selber erzählen, über uns, über unsere Herkunft, warum, wieso, weshalb, was ist, und die Geschichten, die wir dann noch erzählt bekommen von anderen als Angebote, die wir meistens unbewusst annehmen. Uns ist unsere Gesellschaft ja als Arena beigebracht worden, als Kampf gegeneinander. Der Stärkere setzt sich durch und so weiter. Das muss ich nicht weiter ausführen. Aber wenn man dieses Schlachtfeld verlässt, dann passieren interessante Dinge. Denn dann wird klar, dass wir, wenn wir auch auf geistiger Ebene mit Positivität arbeiten, dass wir andere Perspektiven bekommen und dass dieses Miteinander oder das vormals gegeneinander sich zu einem fruchtbaren Miteinander entwickelt, was viel mehr Möglichkeiten enthält, wenn es um Kreativität und das Erschaffen von tollen Dingen geht. Ja, Dankbarkeit ist da unbedingt ein Stichwort. Einfach dankbar zu sein für bestimmte Dinge und dann auch vergeben zu können. Wieder mal an Stelle 1 auch sich selber, aber auch den anderen. Und das ist dann einladend. Ja, so vergeben wir uns heute, dass die Sendung so kurz ist. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Aber die Meditation folgt und jetzt noch ein Lächeln. Tschüss. Natürlich Lebensfreude. Meditation Wunschblume. Setze oder lege dich bequem hin. Schließe deine Augen. Nun atme bewusst tief ein und aus. Bei jedem Einatmen nimmst du frische, klare Energie auf. Bei jedem Ausatmen lässt du Altes, nicht mehr Nützliches, einfach abfließen. Gedanken, die nun aufsteigen, dürfen kommen und auch wieder gehen. Lass sie ziehen, wie Wolken am Himmel. Lass sie einfach vorüberziehen. Stell dir vor, du stehst am Waldrand. Die Sonne scheint. Es ist ein herrlicher Tag. Die Vögel zwitschern und ein Bach fließt geräuschvoll am Rande des Waldes entlang. Die Luft ist angenehm und du nimmst ein paar tiefe Atemzüge. Du bist voller Dankbarkeit, hier zu sein. Dann siehst du ein Gänseblümchen am Wegesrand stehen. Es lächelt dich an und lädt dich gleichzeitig ein, es zu pflücken. Instinktiv weißt du, was nun zu tun ist. Du setzt dich mit dem Blümchen in der Hand an den Bach. Deine nackten Füße
streckst du ins frische Wasser und genießt abermals den Moment. Ganz mit dir in dieser wunderbaren Natur. Dann beginnst du aus reinem, klarem Bewusstsein einen Herzenswunsch zu formulieren. Das Gänseblümchen in der Hand hört dir zu, so wie die Vögel des Waldes, all die Bäume und das Gewässer, von dem deine Füße sanft berührt sind. Du spürst genau nach, ob dein Wunsch wirklich aus tiefstem Herzen und vollem Bewusstsein ist. Dann flüsterst du ihn auf das Gänseblümchen und legst dieses vorsichtig in den kleinen Strom des Baches. Du weißt, dass dein Wunsch aufgenommen wurde in die Natur, aufgenommen in das große Ganze. Du musst gar nichts mehr tun. Alles, was zu deinem Besten und aller Wesen ist, wird zu dir kommen. So wird es passieren. Berührt von deinem Augenblick, in absoluter Dankbarkeit, wie wundervoll das Leben funktioniert, erhebst du dich langsam von deinem Platz. Du blickst noch einmal in den Himmel. Unendliche Weite. Wolkenfrei. Nun konzentriere dich wieder auf deinen Atem. Atme ein und aus. Komm langsam zurück. Spüre deinen Körper. Bewege deine Hände, deine Füße. Öffne deine Augen. Sei im Hier und Jetzt.